Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Und damit sind wir bei Zoch Trollfjord. Um was geht's denn hier in diesem Spiel? Das ist eigentlich ein ganz cooles Spiel, wo man nicht alles machen muss, sondern man darf entscheiden. Der Berggeist ruft, er hat viel Geröll bei sich und das möchte er weggeschafft haben. Und jeder Spieler hat seine Trolle und einen Obertroll. Der Spielplan ist modular aufgebaut, sodass jedes Mal, wenn man neu spielt, eigentlich eine neue Spielvariante hat. Und es geht darum, an dem Felsenturm hier das Geröll wegzuklopfen. Und das Schöne ist, man klopft nicht immer alleine, auch wenn ich alleine den Spielzug gemacht habe. Es ist semi-kooperativ fast. Ein Mitspieler kann sagen, ich klopfe mit. Dann checken alle, darf er? Er darf. Und dann ist er einfach ein Kumpan. Und dann klopfen die zu zweit, um den Berggeist zu besänftigen. Jeder hat einen Schatzbeutel und der muss möglichst voll werden mit eigenen Schätzen und mit den Wertschätzen, die ich als Kumpan bei anderen mitgenommen habe. Eine ganz pfiffige Idee mal. Und das Ganze für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahre und dauert circa 60 Minuten. Ja. Genau. Und wir bleiben bei Zoch, in dem Fall Pechvogel, und neben mir steht der Murphy. Ja, um was geht's denn im Pechvogel? Ist ja ein Spiel ab 8 Jahre, 2 bis 5 Spieler, recht knackig, 20 Minuten. Genau, und es ist so rabenschwarz, das Spiel, auch wie es ausschaut. Und es ist in der Manier von unseren Hühner- und Rabenspielen. Doris Matthäus hat auch wieder gezeichnet. Wir haben hier den Murphy als Raben. Wir haben Werte bis 7. Es wird gewürfelt und ich nehme jedes Mal die Würfel raus. Ich darf keine 3 Raben würfeln, sonst kriege ich nämlich ein Frustrat. Die Frustrate sind aus echtem Marmor und das frustriert so ziemlich schwer. Und die will ich natürlich, wenn ich die mal bekommen habe im Spiel, weil ich zu hoch gewürfelt habe, nicht rechtzeitig aufhörte, dann kriege ich ein Frustrat und die anderen Spieler haben dann auch noch die Chance, ihre Frustrate so wieder loszuwerden. Und das frustriert mich. Würfel ich aber richtig, habe ich zum Beispiel 2 Murphys und angenommen 4 Fünfer, dann kriege ich einen Fünfer hier als Plättchen und ich sammle diese Plättchen. Es ist ein knackiges Spiel, wie du sagtest. Bisschen in der Can't-Stop-Manier, auch von unserem Hack-Mack am Bratwurmeck. Nur diesmal. In die Reihe dann. Genau, nur diesmal mit Murphy. Und wir sind immer noch bei Zoch, weil die Box, die sollte man sich anschauen. Hack-Mack kennt wahrscheinlich jeder. Ansonsten habt ihr unsere Videos gesehen. Jetzt habt ihr allerdings die Möglichkeit, zu einer Deluxe-Edition zu kommen. Ja, Hack-Mack Deluxe in dieser coolen Blechdose. Und wenn das nicht ein tolles Weihnachtsgeschenk ist. Und es ist das klassische Hack-Mack am Bratwurmeck drin. Es ist der Weitrum Extrawurm drin und noch ein kleines Gimmick, der Wurm im grünen Apfel. Der Apfelrock. So, und das kann man eben hier, sieht man es jetzt, die klassischen Holzfiguren von Extrawurm, einfach nur für alle Hack-Mack-Fans, wie du gesagt hast. Ne? Wir bleiben quasi bei den Familienspielen ab 7 Jahren, in dem Fall Vollpfosten. Wir sind immer noch bei Zoch. Ja, es sieht auch schon mal sehr witzig aus. Um was geht es denn hier bei Vollpfosten? Ja, witzig ist es gar nicht, wenn einer der Vollpfosten nämlich ist. Ne? Wir haben hier die verschiedenen Säulen in verschiedenen Höhen. Und die haben alle verschiedene Markierungen und Maserungen. Und um die geht es. Beginnen kann man zum Beispiel mit diesen beiden Würfeln. Es geht immer darum, zu erkennen, was ich greifen muss und wie ich es greifen muss. Ich habe hier mehrere Aktionswürfel. Je besser die Spieler sind, umso mehr Aktionswürfel können sie dazu tun. Wenn jetzt zum Beispiel diese Kerbe gewürfelt wird, so kann man die Säulen kennenlernen, heißt es, alle grapschen gleichzeitig. Also es ist ein Aktions- und Reaktionsspiel zunächst. Jeder will denn hier mit diesen Kerben. Jetzt geht es aber darum, dass vielleicht wir spielen mit 2 Würfeln. Dann gilt das Umgekehrte. Dann muss ich den greifen mit den wenigsten Kerben.
Wenn jetzt noch ein dritter Würfel mit im Spiel wäre, alle machen das immer gleichzeitig, muss ich, bevor ich greifen darf, muss ich einmal um den Stuhl rennen. Oder vielleicht einmal Liegestützen machen. Und so gibt es weitere Aktionswürfel und es ist wirklich ein ganz, wo das Hirn arbeiten muss ohne Ende. Ein richtiger Hirnverzwirbler und Reaktionsspiel für die ganze Familie. Und auch mit sehr vielen Spielern, wie ich gerade gesehen habe, das ergänzen wir vielleicht noch, 3 bis 8 Spieler, also durchaus auch in der großen Gruppe spielbar. In der großen Gruppe, durchaus in die Richtung Partyspiele auch zu nehmen. Man lacht eben die ganze Zeit, ne, und hat dabei sehr viel Spaß. Und es wird halt immer komplexer. Wer es nicht so ganz schafft, bleibt halt bei 3 Würfeln hängen und hat damit auch seinen Spaß. Dankeschön. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Hause.